Und damit willkommen zurück zu Far Cry 1. Huch. Und da wurde es auf einmal nebelig. Okay. Das Wetter heißt uns hier wohl nicht so willkommen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Bunker wegen der Valerie, weil die ja dort gefangen gehalten wird. Und das hier scheint der Weg zu sein. Dann hänge ich mich mal rein, dass wir sie schnellstmöglichst. Da liegt hier irgendwas nach noch. Dass wir sie schnellstmöglichst erreichen. Und ich wechsle hier mal. Wir sind da hier mitten im Dschungel. Das heißt, wir können hier schön mit dem Schalldämpfer arbeiten. So, ich muss die Steuerung kurz lernen wieder. So, da hinten haben wir Das ist zwei. einfach Okay. schrecklich. Ich habe immer geahnt, dass diese Viecher eines Tages ausbrechen werden. Hast du gesehen, was sie mit Ben angestellt haben? Mann, das war einfach nur krank. Ich will von dieser Insel. Sofort. Ich auch, Alter. Wir beide. Der arme Ben. Nein, Ben hat's erwischt. Und wie? Sie scheinen doch ein Händchen für Sprengungen zu haben. Versuchen Sie es mal damit. Ja, ich mache wieder alle auf mich aufmerksam. Ja, das Gespräch kennen wir schon. Nach der letzten Folge habe ich mal recherchiert, was ein Vivarium ist. Weil das hat mich ja dann doch interessiert. Und ein Vivarium ist tatsächlich sowas wie eine Aufzuchtstation. Faszinierend, oder? Ja, dann gucken wir mal, von wem werden wir jetzt gesehen. Aber die Frage ist doch, von wem werden wir jetzt gesehen? Von dir! Hauf mich anzugucken! Sollen das? F machst du Fotos oder was? Ah, scheiße. Jack, hör auf zu wackeln! Warte mal, ich leg mich mal ganz hin. So, das müsste es gewesen sein. So, sollen die alle erstmal herkommen? Ich verdufte erstmal. Die sollen sich da schön aufteilen. Ah, sehr schön. Dann haben wir den erledigt. Da kommt der nächste aufgeploppt. So, unsere Rüstung sieht doch soweit okay aus. Wer sieht uns denn jetzt? Ich muss hier mehr mit dem Fernglas arbeiten. Hallo? Wer sieht mich denn? Was ist denn da hinten eigentlich? Ist das der Bunker? Mit einem Turm. Okay. Hallo? Da. So. Der eine ist hier wieder grün. Da oben ist noch einer. Was sagt unsere Muni? Okay, geht noch. Da oben. Oder haben wir den gekillt? Der da oben rumgelaufen ist. Ne, der ist anscheinend tot. Wen haben wir hier noch so? Ich höre doch jemanden stapfen. Wer stapft hier rum? Da. Cool. Da ich keinen Bock habe zu sterben, mache ich das hier schön slow and steady, ne? Schön langsam und vorsichtig. So. Da hinten sind welche. Aber die Wissenschaftler haben doch gesagt. Die können mich mal, die Wissenschaftler. Hast du gesehen, was diese Dinger mit Ben angestellt haben? Ich mach die alle kalt. Vielleicht hast du ja recht. Natürlich habe ich recht. Ich will schließlich nicht so enden wie er. Der arme Ben, der scheint wohl echt viele Freunde gehabt zu haben hier. Scheint echt beliebt gewesen zu sein. Na, wie stehe ich denn auf da? So, ich möchte mal kurz gucken, was haben wir denn hier? Irgendwelche Leute. Das Tor ist zu. Wir kommen hier nicht so einfach rein, ne? Ne, anscheinend nicht. Ist da jemand? Nee, okay. Ich weiß nicht, meine Erinnerungen haben irgendwas. Ich traue dem da nicht, aber okay. Aber was ist da unten für eine Blutlache? Wer hat denn hier sein Blut verloren? Okay, da überall. Da ist noch einer. Ich vertraue dem Turm immer noch nicht. Aber gut.
Wir werden hier langsam gesehen, das ist nicht so gut. Wo geht's denn hier lang? Kann man hier eigentlich irgendwo... Hey, wer ist da? Wer denn? Okay. Wo steckt der Kerl? Ja, du bist tot, Mann. Echt? Bin ich tot? Ich fühle mich aber noch sehr lebendig. Wo kam der Schuss her? Da hinten. Oh. Oh, der hat aber Spaß. So, was haben wir hier für Granaten? Wir haben keine... Was, wo? Was haben wir hier für Granaten? Was ist das? Verdammt, ich kann nichts mehr sehen. Boah, Panik! Ich nehme mich Stück für Stück auseinander. Ich kann diese Sprüche langsam nicht mehr hören. Für dich hat der Spaß jetzt dein... Ist ja interessant, wir werden von niemandem gesehen. Hat er mich gerade Drecksack? Ich bin kein Drecksack, hey! Warum bist du so gemein zu mir? Ich hab du Geist getan. Jetzt habe ich dir was getan. Macht dir das Spaß? Na, ja, schon. Schon? Dich mach ich nieder. Ja, bitte, mach doch. Dich mach ich. Meine Augen. Deine Augen? Was mit deinen Augen? Nein, nein. Stirb, stirb. Das war alles geplant. Was ist denn hier los? Was hier los ist? Mutantenmonster laufen hier rum. Das ist hier los. Wo ist er denn? Da. Und einer ist da oben irgendwo. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Okay, das läuft ja wunderbar. Huch, da kommt ja einer. Wo kommt der denn her? Und da hinten ist noch einer. Der ist doch gerade da irgendwo hingelaufen. Wo ist er denn? Hallo? Da. Aber Mann, das Dumme ist, ich kann ihn irgendwie nicht treffen. Der ist gut. Der ist gut. Da ist noch einer. Nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir. So, die Frage ist, wo ist der andere? Scheiße, wir sind fast tot. Warte mal. Hier muss es bestimmt irgendwo Leben geben. Gott sei Dank. So, wo ist der Penner? Weg. Ich vertraue dem da immer noch nicht. Aber gut. Aber gut. Der scheint kein Interesse mehr an uns zu haben. Ich hätte... Oh, ich wollte gerade sagen, ich hätte gerne Rüstung. Da haben wir sie. Ja gut, es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Ich hätte den Typen gerne down. Ist er down? Anscheinend. Na gut. Unser Ziel ist irgendwo auf... Es ist auf der anderen Seite. Dann gucken wir mal, was da so ist. Irgendwie traue ich der Brücke gerade gar nicht. Und den Abgrund erst recht nicht. Ich hätte gerne einen Speicherpunkt. Ui, guck mal, eine Rüstung. Was? Hier hat jemand geschossen, ich hab's doch gehört. Oder war das eine Einbildung? Oder vielleicht sogar eine Ausbildung? Wer weiß das schon? So, wir haben hier Scharfschützenmunition. Nehme ich mit. Ach, haben wir schon. Okay. Okay, okay. Ich weiß, wo du steckst. Mann! Alter! Das kannst du doch nicht machen! Oh, Mann! Alter! Ja, hau bloß ab! Schäm dich! Schäm dich, Freundchen! Ja, geh in die Ecke und schäm dich! Mann! Der kann mich doch nicht so... Mann! Alter! Ich muss mich erstmal... Alter! Oh! Das ist gerade bei einer Hose, nur ein Braun. Alter, der kann mich da nicht so... Wow, kommen noch mehr. Hab man zum Glück gar nicht gesehen, wie ich mich erschrocken habe, oder? Ich habe die Maus zum Glück nicht verzogen. Ich bin natürlich... Bin ein echter Marine.
Ich verziehe meine Maus nicht. Ich erschrecke mich doch nicht vor irgendwelchen Söldnern. Die tun mir aber schon ein bisschen leid. Ich meine, die, die greifen uns zwar an und so, aber das ist ja auch deren Job. Okay, suchen wir uns diese mutierten Affen und machen wir sie fertig. Du meinst sicher die Trigen? Ich habe mutierte Affen gesagt und ich meine verdammte mutierte Affen. Ich bin kein verdammter Wissenschaftler und ich werde verdammt nochmal nicht anfangen, wie einer zu reden. Verdammte, dreckige, mutierte Affen. Machen wir sie fertig. Ja, machen wir sie fertig. Hätte man auch da lang gehen können? Ist das so ein Secret Way? Huch. Da ist einer. Gib mir schön viel Munition. Ist alles okay? Nein. Du musst noch auch sterben, dann ist alles okay. Super. Hui. Immer noch kein Speicherpunkt. Ich habe immer noch Angst. Ist das überhaupt spannend, wenn ich die ganze Zeit nur im Busch rumhänge? Hm. Wo geht's da lang? Unser Ziel ist dort. Ich vertraue dem Turm immer noch nicht. Dann möchte ich mal über die Brücke gehen und gucken, was da ist. Oh, sieht schön aus. Kann man da unten überhaupt lang... Das sieht nicht so schön aus. Kann man da unten langlaufen? Wahrscheinlich nicht. Man stirbt wahrscheinlich instant. Ich möchte wissen, was hier ist. Die menschliche Neugierde. Und gleich Krach, Bumm, tot. Es geht aber tief runter. Aber schön. Irgendwie schön. Hm. Hier ist ein Trampelpfad. Was ist hier? Die Musik endet hier. Ich meine, wir sind ja hier jetzt mit den Söldnern auf einer Insel. Da kann man... Ich vertraue denen immer noch nicht. Da kann man, das ja ein bisschen genießen, ein bisschen Zeit ziehen hier machen. Wir können ein bisschen umschauen. Ich meine, wann sind wir das nächste Mal hier in Mikronesien? Wir wurden gerade gesehen. Aber von wem? Oh, sehr schön. Wir können von hier da oben reinschauen. Da ist einer. Da ist einer. Seht auch seinen kleinen Köpfchen. Dann machen wir erstmal... Kann ich mich hinlegen? Ja. Machen wir erstmal den mit seinen kleinen Köpfchen. So. Und jetzt der mit dem anderen kleinen Köpfchen. Und dann haben wir die. Ich hätte immer noch gerne einen Speicherpunkt. Wäre nett, wenn der langsam kommen würde. Teilt sich der Weg. Was ist mit der Musik los? Tschüss Musik, wir sehen uns. Ich glaube, wir hätten hier wesentlich höhere Überlebenschancen gehabt, wenn wir direkt Speicherpunkt. Aber wo sind wir denn jetzt hier? Wir müssen ja eigentlich dann wieder beim Vivarium sein, ne? Aber schön, dass er gespeichert hat. Ne, hier ist kein Vivarium, oder? Ist das die Super Vivarium? Doch, hier ist das wie... Hier sind... Hier! Das ist unser Laster. Ah! Ah! Schleichwege. Immer Schleichwege verwenden. Wie der Doll ja ziemlich am Anfang des Projektes gesagt hat. Ich glaube, als wir auf der zweiten Insel waren, hat er das gesagt. Abseits der Wege. Ja. Ich trau dir immer noch. Nicht. Ja. Guck mal, was der da in der Hand hat. Habe ich mich doch richtig erinnert. Hahaha. Du kleiner... Ich lasse mich nicht von dir beschießen mit dem Raketenwerfer. Ich glaube, es geht los. So. Erinnerungen sind schon was Tolles. So, dann gehen wir wieder über die Brücke. Gehen wir erstmal wieder zurück. Wo war denn die Brücke? Ach, da unten. Ich glaube, hier wird sonst nichts geben, außer diesen Schleichweg. Der ist ja super. Man kann von hier hinten dann alle ausschalten. Und wenn die zu einem hinkommen wollen, dann müssen die alle über diese Brücke. Das ist super. Wenn ihr das spielt, nehmt die Schleichwege. Nehmt nicht den Weg, den ich gehe. Gegangen bin, meine ich.
Wir haben es langsam abends, ne? Die Sonne geht langsam unter. Wir sind den ganzen Tag schon. Beziehungsweise, ja gut, sind wir hier den ganzen Tag? Ja, in der Anfangszwischensequenz wurde es nämlich auch nachts. Wir müssten hier den ganzen Tag schon sein. Für einen Tag haben wir ganz schön viele Leben auf dem Gewissen. Aber gut, ist halt alles Notwehr, ne? Was will man machen? Was haben wir hier? Ich habe Angst, mich zu erschrecken. Hallo? 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 Will jemand mit mir reden? Weiß einer, wo Krieger ist? Weiß einer, wo Val ist? Hallo? Was haben wir hier? Wunderbar, das sollte funktionieren. Ach ja, habe ich ganz vergessen. Wir wollen ja irgendwas sprengen. Was ist das denn? Er sieht ja lustig aus. Mensch. Waren wir da oben? Nee. Kann man hier hoch? Ich möchte überall lang. Ich möchte alles sehen. Ich möchte alles mitnehmen, was nur geht. Oh, man kann hier auf den Turm. Und wo geht's da ja lang? Oh, ist das spannend. Ich finde ja so allgemein Ruinen super aufregend. Oh, hier ist ein Flugzeug. Das sehe ich jetzt erst. Ruinen finde ich allgemein super spannend. Aus dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich nicht ganz so. Die sind mir zu neu. Kann man das so sagen? Zu neu? Aber so, oh, aus dem Mittelalter, Antike, das finde ich schon spannend. So. Was passiert hier? Ist hier alles nur noch schwarz-weiß? So, ich lasse mal das Messer liegen und nehme mal die Raketenwerfer. Mit haben wir dafür auch Munition. Ja. So. Sehr schön. Dann gucken wir nochmal darüber. Wir müssen nämlich anscheinend da hinten hin. Dann wird das da der Bunker sein. Boah, der ist aber klein. Ob ich den treffe, weiß ich nicht. Den treffe ich auf jeden Fall. So, huch. Da hinten geht einer spazieren. So, wo war der? Scheiße. Alter, der... Hä? Hey! Mach hier keine Spielchen. Komm wieder raus da. Nein! Hör auf mit dem Kuckuckbar. Nein! Der ist doch ein Arsch. Der ist doch ein kleiner Penner. Macht er das jetzt die ganze Zeit, oder was? Kann ich auch. Wo bist du? Kuckuckbar. Hä? Macht er das immer noch? Wo war der denn? Ich hab ihn verloren. Macht das immer noch? Ne, ich treff den so nicht. Ne, keine Chance. Ja, dann soll er das spielen. Soll er dann die Spielchen machen, wenn er Spaß dran hat. Was ich ja sagen wollte, mir tun die ein bisschen leid, die Söldner, weil... Ah, gehen wir mal hier oben lang. Die machen ja alle nur ihren Job. Und, oh, hier kommen wir ihn erwischen. Oh. Hier kommen wir ihn erwischen. So, die armen Söldner. Die machen hier nur ihren Job. Die werden halt bezahlt dafür, dass sie hier eine Insel bewachen. Die haben ja mit den Experimenten und so nichts... am Hut. Und, von wem werden wir denn jetzt gesehen? Da. Und die haben wahrscheinlich auch Familien zu Hause. Und wir bringen die alle um, die Söldner. Ja, dein Papa kommt nicht mehr nach Hause, kleiner Söldners Junge, Sohn, der zu Hause auf seinen Vater wartet. Die haben halt auch alle Frauen, Kinder, die zu Hause warten oder Makronesinnen, schwangere Makronesinnen.
Wo der Söldner eh nicht nach Hause gekommen wäre, egal was wäre. Ach ja, gibt's schon interessante Sachen auf der Welt. Keine Ahnung, was das nun wieder war. Weiß ich auch nicht. Vielleicht. Das ist ein Alarm ausgelöst. Ich gehe erstmal hier hinten gucken. Aha. Sehr interessante Flora und Fauna. Super interesting. Haben wir hier irgendeinen Geheimgang oder so? Ich hab doch irgendwas ge... Ach, guck mal. Weiß einer von euch, was da steht? Ich kann ja da keinen. Russisch? Ich weiß nicht, was das für eine Sprache ist. Das ist einer dieser Secrets, die ich ganz am Anfang angesprochen habe. Jetzt haben wir per Zufall eins gefunden. Ja, das ist halt nur das hier. Mehr ist das dann nicht. Ein Schild mit irgendeiner Leiche. Oft. Mehr sieht man hier nicht. Da unten läuft einer. Der hört sich so nah an. Irgendwie macht mir das gerade Angst. Sind das meine eigenen Schritte? Wahrscheinlich. So, ich möchte auf jeden Fall diese Folge noch in den Bunker hinein. Und es ist schön, dass wir so viel Scharfschützmunition haben. War da nicht was? Der ist ganz nah. Jetzt nicht mehr. Oh, die arme Pflanze. Entschuldigung, ich wollte dich nicht beschmutzen. So, schleichen wir uns hier mal lang. Hier scheint keiner mehr zu sein. Wir können doch eigentlich auch die Tür benutzen, oder? Wir haben doch die Schlüsselkarte. Ne, können wir nicht. Okay. Dann muss es eben die Sprengung sein. Dann haltet euch fest. Weg hier! Was war das denn? Das war ja gerade Kacke. Wo sind wir jetzt? Ich bin wohl einfach zu nervös. Wir wurden einfach weggeballert. Was soll das denn? Der kannst du nicht einfach wegballern. Ne. Oh Mann! Stirb du, Hund. So, wo ist der andere? Wo ist der uns weggeballert hat? Da. Ich möchte mich gerne ducken. X, warte mal, V ist dann da. Habe ich schon mal gesagt, dass diese Steuerung ein bisschen seltsam ist? So, dann töten wir den jetzt. Wo genau ist der? Da. Du Arsch. Irgendwo ist da noch einer. Irgendjemand hat von da hinten noch geschossen, oder? Oder hatte ich das... Habe ich mich verguckt wahrscheinlich, ne? Na gut. Dann haben wir den jetzt. Das heißt, wir sollten jetzt keiner Gefahr mehr ausgesetzt sein. Jetzt aber wirklich... Jetzt aber wirklich. Hat er vielleicht hier durchgeschossen? Na egal. Sprengung! Alle mal festhalten! Ich gehe mal etwas weiter weg. Boah. Was haben Sie denn diesmal angestellt? Hä? Ich habe was gesprengt, wie du gesagt hast. Will er mich verarschen? Ach, und jetzt ist die Tür hier auf, oder was? Ne, ist kaputt. Na, okay. Hallo? Einer ist hier irgendwo. Einer schleicht hier rum. Soll der Helikopter kommen? Ich bin vorbereitet. Wo denn? Auf der 2. Scheiße, der hat nicht... Na, der hat nicht nachgeladen. Nein! Nein!
Das war knapp. Jetzt haben wir hier aber noch einen. Wir dürfen nicht mehr getroffen werden. Sonst ist es vorbei. Sonst ist es vorbei. Oh, 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 oh. Bitte sag, dass es das war. Bitte sag, dass wir hier Leben haben. Scheint soweit alles clear zu sein. Hier ist der Eingang. Ja, okay. Dann schaue ich mich mal eben um nach Leben oder Rüstung oder irgendwas. Oh, bitte sag nicht, dass es hier nichts gibt. Das wäre richtig gemein. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Kann man hier nicht aufmachen? Na, egal. Der hat nichts verloren. Hier sind keine Leben. Hier sind keine Leben. Hier. Nee, komm. Das ist doch nicht dein Ernst. Kannst du hier... Du kannst mir doch hier... Nee. Hier müssen Leben sein. Ich gehe nicht in den Bunker. Oh. Ohne Leben gesammelt zu haben. Nebenbei kann ich hier allgemein alle Waffen mal nachladen. Hier ist nachgeladen. Hier kann man nochmal nachladen. Okay. Aber ich muss die Tastenbelegung irgendwie nochmal ändern hier. Beziehungsweise auf welche Taste die jeweilige Waffe liegt. Wenn wir hier kein Leben finden, dann hoffe ich, dass wir drinnen wenigstens Leben finden. Im Bunker. Können wir darüber gesprungen? Ich will es sicher ausprobieren. Dann gehen wir die Treppe, weil ich glaube, jeder kleinste Sprung kann uns jetzt das Leben kosten. Wir sind schon so angehittet. Aber schön hier, schön. Ich habe ein bisschen Angst vor der Nacht, aber wird schon. Vielleicht sind wir vor der Nacht ja schon hier weg. Kann man die Tür da eigentlich noch aufmachen, bevor ich die Folge beende? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Okay. Naja, war ein Versuch wert. Und es gibt hier keine Leben. Dann gehen wir halt jetzt so nackig, ohne Leben. Da oben! Da, ich sehe was. Moment. Ja. Das Training hat sich ausgezahlt. Jetzt brauchen wir nur noch einen Verbandskasten. Aber ich glaube, den finden wir hier jetzt nicht mehr. Oder. Okay, dann gehen wir mal hier rein und gucken, was wir hier haben. Auf jeden Fall keinen schönen Dschungel, wo man sich schön verstecken kann. Hallo? Musik. Gefährliche Musik. Munition, die war voller. Okay, interessantes Bild. Wir werden wohl ein Weilchen im Bunker verweilen, oder? Ich habe so schlechte Laune, dass es mir egal ist, ob die mich erwarten oder nicht. Ach nö. Wir werden die wahrscheinlich eh nicht kriegen, oder? Ah, ist das nervig. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Dann kämpfen wir uns nächste Folge durch zu Valerie und schaffen sie hoffentlich abzufangen, bevor sie mit dem Helikopter wieder wegfliegt. Okay, Leute, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.